Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Double Agent. Ich bin euer Samfish LP und ich habe gerade gemerkt, dass mein Timer nicht auf 30, sondern auf 15 Minuten gestellt war. Deswegen war der erste Part wahrscheinlich ziemlich kurz, aber das macht ja auch nichts. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Diesmal ist er wieder auf 30 gestellt. Und da sieht es mir noch glatt so aus, als könnte der vielleicht gleich eine Unterhaltung anfangen. Deswegen gehe ich jetzt einmal mal unauffällig hier durch die Tür. Mach weiter so, bis wir die Sache durchgezogen haben, hörst du? Ah, der sieht das, oder? Klar, Alter. Und wie war das Leben draußen so? Alles war besser, bis auf das Essen. Glaube ich dir. Das hat wahrscheinlich funktioniert, oder? Einsatzziele. Genau, Einsatzziele. War ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, also die Probe habe ich auch. Dann geht's direkt weiter. Komisch, dass der Typ mich da gerade nicht verpfiffen hat. Aber macht ja auch nichts. So, ich glaube, wer jetzt noch fehlt, ist dieser Moss und dann noch eine fünfte Person, die mir gerade irgendwie nicht in den Kopf kommen will, aber das macht ja auch nichts. Ich würde sagen, wir beeilen uns jetzt erstmal ein bisschen, ich trödel hier schon wieder so viel rum. Und gehen erstmal in den Trainingsparcours, den wir ja netterweise wieder machen dürfen. Aber ich habe jetzt auch gerade irgendwie Bock drauf. Hä? Muss ich da drauf drücken? Jo, Tatsache. Alles klar. Dann rushen wir da mal wieder durch. Also wie es halt geht, ne? So, speichern. Dass nicht direkt hier schon scheiße wird. Alter, der ist echt nah drauf, aber jetzt vielleicht auch noch spannend machen oder so. Ich frage mich, ob die den vielleicht ein bisschen abgewandelt haben oder so, aber eigentlich glaube ich das nicht. Sieht eigentlich immer noch ziemlich gleich aus. Na, beweg dich. Das ging ja recht schnell letztes Mal, also wird es, denke ich mal, diesmal auch nicht so lange dauern. Das können wir uns leisten. Und dann haben wir mit ein bisschen Glück nachher vielleicht immer noch so 10, 15 Minuten Zeit, um uns dann um die NSA-Sachen zu kümmern. Da bin ich ja mal sehr neugierig, wie das nochmal vonstatten ging, beziehungsweise ob wir das in der Zeit auch wirklich alles schaffen. Weil wir müssen ja auch wieder zurück, ne? Das ist ja auch ganz wichtig, dass ich daran denke, dass wir halt auch irgendwie wieder zurückkommen. Okay. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ah, verdammt. Ah, ich trottel. Gut, das war jetzt ein bisschen unüberlegt, aber das macht ja nichts. Ich habe ja rechtzeitig gespeichert. Klar, für Consoleros ist das hier natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen trickier, weil da gibt es, glaube ich, nicht unendlich viele Speicherpunkte, soweit ich mich erinnern kann. Sondern immer so, ja, so Speicherpunkte halt, ne? So wie es halt hier im Prinzip auch ist, nur dass ich halt ja hier zusätzlich, jetzt ich schon so oft halt, auch nicht so cool. So, bin ich hier richtig? Ich weiß es gar nicht. Wieso ist denn hier kein... Hä? Ist hier ein Fehler? Nein, da! Den habe ich gerade übersehen. Ja gut, dann warten wir halt einen Moment. Schon immer gleich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, oh. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Ah, Idee. Machen wir es halt so. Chillig, auf jeden Fall. So, schaffen wir das auch noch? Boah, einfach mal nicht geschafft. Gut, dann warten wir hier kurz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich gerade irgendwas angefangen habe zu sagen, aber ich habe es auch wieder vergessen. Egal, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, sehr gut. Ah, läuft. Anderthalb Minuten gebraucht. Ungefähr. So, das funktioniert auch. Perfekt. Hm.
Aber ich weiß nicht, ob es hier auch Tresore gibt, die mehr als drei solche Drehräder haben. Dann wird das natürlich auch nochmal um einiges schwieriger. So, den Trainingsparcours haben wir auch gemacht. Dann gehen wir die Treppe hoch, dann gehen wir direkt eine Runde ballern. Und dann dürften wir eigentlich diese ganzen JBA-Sachen soweit erledigt haben. Das Einzige, was dann halt noch wichtig ist, ist rauszufinden, wo überall diese Informationen sind, die wir da holen sollen. Diese Papiere da oder was. Speichern. So, mal gucken, ob das hinhaut. Boah. Halt mal kurz die Luft an. Scheiße. Uah, bin ich schlecht. Ich hoffe, das schaffe ich. Uah, da wollte ich noch nicht mal schießen. Nein! Oh Gott! Was ist denn mit mir los? Ah, ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Was? Ich muss 72 schaffen, oder wie? Oh nein, verdammt! Das lasse ich nicht auf mir sitzen, das versuchen wir gerade nochmal. 92, so, was ist das denn überhaupt für eine krumme Zahl? Ich glaube nicht, dass das das ist, was ich beim letzten Mal hatte. Na gut, hier beim Schießen haben sie die Schwierigkeit ein bisschen erhöht. Wieso haben sie dann den Trainingsparcours gleich gelassen, frage ich mich. Wenn sie das auch ein bisschen schwieriger gemacht hätten, haben sie ja, glaube ich, auch, ne? An dieser einen Stelle, wo ich so verwirrt war. Es kann sein, dass sie das geändert haben. Boah, das wird schon wieder so mies, oder? Boah, Leute, was ist los? Ein Schuss noch vielleicht. Oh nein, zwei Punkte haben gefehlt. Ernsthaft. So, jetzt gehe ich ab. Wegierziele sind irgendwie einfach, finde ich, als die stehenden. Oh. Oh, das war ja gemein. Zeit hat man ja zum Glück genug hier. Und nicht genug Munition. Zwei Schuss noch oder was? Ja. Dann machen wir es einfach so. Oh. Nein! Ich meine, das hier dürfte ja eigentlich auch nicht zu schwer sein, wenn das ein Konsolenport ist. Weil ich bezweifle stark, dass man auf der Konsole so gut zielen kann, wie man es auf dem PC kann. Verdammt, du kannst besser schießen als Moss. Das hast du aber nicht von mir. Geil! Ich gehe ja voll ab jetzt. Ah, alles klar. Gut, das haben wir auch geschafft. Dann speichern wir kurz. Dann gucken wir nach, was wir noch machen müssen. Wir haben noch gut 15 Minuten Zeit. Das ist eigentlich perfekt. Ja, die Blaupausen in dem Safe müssen wir machen. Leiche des Piloten loswerden, genau. Der Pilot für die Reise nach Shanghai hat nicht überlebt. Sie können ihn von der Krankenstation zum Ofen bringen, um seine Leiche verschwinden zu lassen. Das würde Enrica gefallen und besser riechen würde es im Lager dann auch. Ja, gut. Das muss man dann auch schnell erledigen, hoppla. Die Krankenstation war ja da, wo die Enrica war. Jetzt muss ich hier mal schnell gucken, da ist der Moss. Vielleicht wird er gleich mal eine lustige Unterhaltung starten.
Ich meine, ich weiß, dass ich nicht ewig Zeit habe, wa? Aber das sieht gut aus. Oder? Na, doch nicht. Moss, 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 was willst du tun? Geht der nach unten? Geht der nach unten? Nee. Wo geht der hin? Ich habe keine Lust, dem jetzt ewig hinterher zu latschen, weil ich habe auch gar keine Zeit dafür, ne? Report. Nichts zu melden. Ich hoffe, das bleibt so. Okay. Dann in die Krankenstation. Die war ja, glaube ich, hier vorne irgendwo. Da? Nee, das ist die Schlafstation. Hä? Da. Da sitzt, da liegt der Tote. Aber ich kann ja vorher nochmal versuchen, mich hier reinzubewegen. Die Enrica ist ja, glaube ich, gerade gar nicht da. Deswegen sollte das ja recht entspannt vonstatten gehen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier nochmal irgendwas... Nee, da habe ich schon alles. Was ist das? Computer. Bringt der was? Das ist ein Kurzserverraum. Das bringt's jetzt total. Egal. Repilot. Von Emil an Enrica. Ein Krankenhaus kommt nicht in Frage. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Enrica. Machen Sie es ihm bequem und wenn er stirbt, verfrachten Sie die Leiche in den Brennofen. Enrica, an... Ja, zurück wahrscheinlich. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Emil. Ihr Freund, der Pilot, ist in schlechter Verfassung und ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Nach der Analyse der Blutprobe zu urteilen, leidet er an einer Medikamentenüberdosis, möglicherweise Digoxin oder Quabain. Wenn ich ihn innerhalb der nächsten Stunde in ein Krankenhaus bringen kann, hat er vielleicht auch kommen. Keine Lust, das zu lesen jetzt hier. Gut, das Passwort für den Serverraum. Ich weiß nicht, eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Aber komm. Was wir haben, haben wir. Deswegen werde ich mich da jetzt mal reinhacken. Okay. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Tastencode von Carsten Moss. Hey Enrica, hier spricht Carsten. Ich wollte dir nur persönlich mitteilen, dass der Tastencode für den Serverraum in 6278 geändert wurde. Wenn ich mich richtig an deine Akte erinnere, ist das dein Geburtstag. Ich dachte, du könntest dir den Code leicht merken. Du kannst mir später dafür danken, wenn du möchtest. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen recht einfachen Zugang in den Serverraum. Ich weiß noch nicht, ob wir den brauchen werden. Ich wage es zu bezweifeln. Hä, was ist hier los? Ich bezweifle es. Also, das ist interessant. Erst ist dieses Hacking-Tool. Das ist mal ein Bug, der mir gefällt. Ja, also der hat uns die Arbeit ein bisschen erleichtert. Und das Spiel in halt nicht unspielbar gemacht, sondern im Gegenteil spielbar gemacht. Jetzt fehlt mir noch eine Person. Oh, Leute, blockt der jetzt absichtlich oder was? Zum Teufel fehlt hier noch. Mann, Moss. Mach dich weg. Ist halt echt schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer, welche Person ich da jetzt vergessen habe. Mich selbst. Aber das, bezweifle ich doch. Bin ich hier richtig? Ne, ich bin hier falsch, oder? Hä? Oh, ich glaube, ich lade einfach, aber. Ich meine, hier geht's. Nicht lang, oder? Nee, ich lade nochmal neu. So, dann gehen wir... Ich meine auf jeden Fall, dass es da unten war. Da müssen wir woanders langlaufen. Wir müssen ja nicht geradeaus, sondern da rechts. Jetzt blocken die wahrscheinlich wieder alle. Den Typ hatte ich doch auch schon, oder? Oder ist das ein anderer? Nee, das ist kein anderer. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt macht euch da mal weg. Ich habe keine Zeit. Ich muss ja hier die ganzen Nebensachen auch noch machen. Den könnte ich nur vergessen haben. Vielleicht, wenn ich in den Sicherheitsbereich komme, bringt mir das mehr. Oh, das ist ja auch cool hier. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht cool aus. Da, genau der Raum. Ah, genau, hier sind wir richtig. Oh Gott, es dauert ja ewig, bis wir da sind. Ist ja die Treppe da runter, oder? Wir hier schon mal? Ja, doch, da ist der Verbrennungsofen. Ja, was haben wir denn da?
Hallo? Nicht dahin? Ah, da sind wir hin. Okay. Schade. Nicht, dass ich irgendwie masochistisch veranlagt wäre oder so, aber irgendwie hätte ich mir das doch gerne angeguckt, wie der da verkokelt. Oder wie ich den zumindest da reinbringe. Jetzt kletter ich mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, wo man da hinkommt. So. Ah ja. So. Muss ich, ja, theoretisch muss ich jetzt eigentlich nur noch zu den geheimen Abteilen und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich gehe erstmal da unten gucken, wo ich da hinkomme. Lalala. Nee, das ist Retina. Ja, das bringt uns natürlich nichts. Gut, also das entfällt schon mal. Serverraum spare ich mir jetzt auch mal. Auch, ich weiß jetzt nämlich nicht. Hundertprozentig. Moment, ich lade nochmal neu. Damit ich nicht so viel Zeit verliere. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt hier einen Speicherpunkt setzen. Und dann werden wir oben erstmal einbrechen. Also nicht einbrechen, sondern uns halt Zugang verschaffen. Und dann gucke ich mal, ob da die Person ist, die ich dann noch mir anhören soll. Also deren Stimme ich mir noch holen soll. Und wenn der da oben nicht ist und ich keine Zeit mehr haben sollte, dann werde ich einfach nochmal diesen Speicherpunkt, den ich gerade gemacht habe, laden. Wäre natürlich sinnvoller gewesen, wenn ich da woanders gespeichert hätte, aber boah, wisst ihr was, da mache ich jetzt auch. So, jetzt hier fest speichern. Muss halt noch mal ein Stück laufen. So, neue Speicherdatei. Ich hoffe mal, dass das nicht wieder so rumbackt nachher, aber gucken wir mal. So, dann laufen wir jetzt noch mal. Sorry, da hätte ich mal gleich drauf kommen müssen, weil den Autosave brauche ich definitiv gleich noch. So, ich will auf jeden Fall hier hoch. Ich meine, das war mit Spracherkennung. Das erkennt man so auch gar nicht, ne? Emil Dufresne. So, jetzt wird's richtig krass. Ja, da fängt's schon. Hä? Hat der gepennt oder was? Oh, Idiot. Ich hätte vielleicht speichern sollen, bevor ich da reingehe. Boah, jetzt habe ich gerade voll Gänsehaut gekriegt, Mann. Das hat mich voll erschreckt, weil der Typ, der stand doch, der lag doch da gerade oder saß. Und der sah gar nicht so aus, als ob der am Leben wäre. Und auf einmal macht der mich da an. Hey. So, nochmal speichern jetzt und ab. Emil Dufresne. Ist eigentlich voll cool, was der da jetzt für ein cooles Offset-Dingen hat, dass er dazu abnehmen kann. So, gut, der pennt scheinbar. Jetzt müsste ich mir das Ganze mal auf der Karte anschauen. So, ah, Dayton. Den haben wir noch nicht, oder? Jamie haben wir, Moss. Genau, der Dayton fehlt noch. Und da oben ist der Tresor. Dazu müssen wir im Grunde... Wo hat denn der Dayton? Wie wäre man denn da hingekommen? Der ist nicht im roten Bereich, ne? Hm. Gut, egal. Oder nicht egal? Wie kommt man da hin? Das ist echt schwierig. Moment. Ah, der ist irgendwo da hinten im Schlafbereich, oder? Kann das sein? Ja, komm, dann lade ich nochmal. Dann gehe ich doch nochmal gucken. So, da ist die Speicherung. Laden. So, genau. Jetzt gucke ich nämlich nochmal schnell auf die... Das hätte ich gleich machen sollen. Ich bin auch so dämlich manchmal. So, da ist der Date... der ist oben, oder? Der ist im verbotenen Bereich. Also wäre das doch richtig gewesen. Boah, das ist echt übelst verwirrend hier. Mal näher dran. Das ist echt schwer zu sagen, auch wie ich da hinkommen soll. Weil noch höher... Doch, stimmt, das geht.
da. Aber da ist der auch nicht, oder? Ach, ist der vielleicht auf dem Dach da, oder? Wo ich vorhin war. Das könnte natürlich sein. So, jetzt nochmal auf die Karte schauen. Aber dann wäre der viel höher, oder? Ja, stimmt, jetzt. Nee, das ist zu hoch. Das ist definitiv zu hoch. Aber der ist auch nicht da. Also ist er doch in dem abgesperrten Bereich. Also war das hier richtig. Dann gehen wir doch nochmal rein. Boah, sorry, ey, aber ich komme da echt nicht klar. Ich will diesen Dayton, will ich auf jeden Fall auch noch finden. So, ich verkrieche mich jetzt hier mal. Obwohl der Typ mich da wahrscheinlich sehen könnte, wenn er wollte. So, jetzt bin ich da. Wenn ich links lang gehe, ist da, glaube ich, nichts, oder? Also, es sieht nicht wie so ein Durchgang aus. Das heißt, ich muss nach rechts. Dann einmal rum quasi. Und dann komme ich zu diesem... Dayton, der ist plötzlich... Ne, der ist immer noch da, wo er vorher war. Also auf jeden Fall müssen wir rechts lang. So viel schon mal klar. So. Boah, ich sollte mal regelmäßiger speichern wieder, ey. Uff! Da war ich zu schnell, oder was? Emil, Dufresne. So, jetzt nochmal. So, jetzt speichere ich. Dann gehe ich einmal zu diesem Billardtisch. Ups. Vielleicht doch nicht. Hey! Hä? Dreht er sich sofort um oder was? Da muss ich mich halt ein bisschen beeilen. Oh Mann! Was ist denn das schon wieder, ey? Das, egal. Dann beobachte ich den jetzt erstmal. Kann ja auch sein, dass er sich... Ach so. Dann bin ich das schuld gewesen. Hä? Also hier bin ich ja eigentlich sicher, angeblich. Oder? Sieht er mich? Naja. Aber auch nur, weil der gehört hat, dass ich da bin. Also muss ich mich doch ein bisschen in Geduld üben hier. Also echt, bei meiner Spielweise sollte man ja meinen, ich sollte sehr geduldig sein, aber manchmal geht das gar nicht. Hier kommt keiner hoch. Weil ihm in jedem Bild sein Büro einbricht, die Haut abzieht. Sieht er mich? Sieht er mich? Ne, doch. Oh, diese blöde Lampe, dass sie mal... Ah! Leute, was ist das denn? Kann ich hier rum? Nee, oder? Nee, da ist auch nichts. Also auch immer das hier ist, irgendwie so ein Druckkammer-Dings oder irgendwie, das ist keine Ahnung. Da ist eine Tür. Mal gucken, wo die uns hinführt. Eine Treppe nach unten, okay. Bin ich hier? Ah, genau, da waren die Minen. Eine Kamera, natürlich. Was auch sonst. So, jetzt machen wir mal Folgendes. So wie immer. Hier kommt keiner. Ich habe auch nichts Passendes da. Aber an dem komme ich scheinbar überhaupt nicht vorbei. Nee. Boah, dann versuchen wir es doch nochmal da lang. Ich muss mich hier jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Das hilft alles nichts. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Gut, dann gehen wir nochmal durch die Tür. Dieses Treppenhaus da. Das ist echt ganz schön kompliziert hier. So ein bisschen labyrinthartig. Also, wenn man das nicht ausgiebig auskundschaftet hier, dann bringt einem das wahrscheinlich sowieso alles nichts hier. Jedenfalls weiß ich, dass wir da unten die Tür auch benutzen können, wenn uns die Zeit zu knapp wird. Oh, jetzt hab ich schon wie... Ey. Okay. Nochmal. So, Tür auf. Durchgehen, Tür zu. So, Tür auf. Das
ist jetzt auch wieder so ein Fehler hier, oder? Ich gebe die Tür nicht mehr zu. Weil wenn ich so laufe, dann... Doch. Kommt das jetzt her? Das ist auf jeden Fall keine Kamera, die man einfach... Geht das mit dem Ultraschallgerät? War Moss. Naja, dann bleibe ich einfach mal hier hinten und warte mal ab, was der Typ da macht. Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, hier voranzukommen. Das gibt's doch gar nicht. Ich würde mir das gerne mal auf der Karte kurz angucken, was ich überhaupt gerade gemacht habe. Ich bin links lang, ne? Dann bin ich da. Kommt der jetzt nicht mehr wieder oder was? So wie immer. Hier kommt keiner hoch. Ah, da kann ich mich verstecken. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Ich wollte eigentlich anders in das Büro reinkommen, aber ich denke mal, so geht's auch. So, was haben wir da? Ein Codeschloss. Mal gucken, ob das jetzt wieder so schnell geht. Wahrscheinlich nicht. Oh je. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade, zum Hacken. So, machen wir die Tür mal zu. So, jetzt sind wir in dem sein Büro. Ah, jetzt habe ich gespeichert, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber macht ja auch nichts. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen was an. Jetzt wird es auf jeden Fall extrem spannend. Jetzt gucke ich mal kurz, was ich gerade überhaupt gesammelt habe. Zwei Hintergrundinformationen, okay. Dann haben wir hier ein PC. Den gucken wir uns natürlich auch noch ein bisschen genauer an. Wir haben normalen Zugriff, rotes Quecksilber. Von Jamie an Emil. Alles im Griff, Boss. Wir haben genügend von dem Zeug fertig, um halb Mexiko hochjagen zu können. Machen Sie sich also keine Sorgen. Ich und Sam haben alles unter Kontrolle. Dann Jamie... Jamie, bestätigen Sie mir, dass die Aufbereitung des roten Quecksilbers für das kleine Abenteuer Ihres Freundes Mr. Fischer nach Plan verläuft. Ah ja. Dann haben wir von Jamie an Emil. Okay Emil, ich kläre Sie jetzt über das rote Quecksilber auf. Die meisten halten das Zeug nämlich für einen Mythos. Es ist jedoch äußerst real und wird unseren Job erledigen lassen. Der Stoff ist, wie man sagt, ballotechnisch. Das bedeutet im Grunde, dass es einen verflucht großen Bums auslöst. Lege genug davon an einen Ort und du hast etwas, was stark genug ist, um den Kern einer Fusionsbombe zu zünden. Das gibt natürlich einen noch größeren Knall. Die gute Nachricht ist, dass das Zeug sogar noch besser funktioniert als erwartet. Das heißt, wir können weniger verwenden und das gleiche Ergebnis erzielen. Damit bekommen wir die Bomben noch schneller zum Einsatz, als wir gedacht hatten. Das sollte also ein Lächeln in ihr Gesicht zaubern. Oh, meine Güte. Das klingt alles nicht so schön. Gefälligkeit. Das können wir aber erst lesen. Okay. Verstehe ich nicht, aber von mir aus... Hey Emil, wenn Sie die Bomben im Notfall aus der Ferne deaktivieren müssen, können Sie dies von meinem Labor aus erledigen. Der Tastencode für meine Tür lautet 1337. Wie geil ist das denn? Lead. Ja, also an alle, die es nicht wissen, es gibt ja die sogenannte Leadspeak. Die haben Hacker früher erfunden. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube eigentlich nicht, oder?
die haben Hacker früher erfunden, weil die NSA hat ja diesen tollen Echelon-Computer, mit denen die die Möglichkeit haben, ja alle möglichen Telefongespräche und E-Mails zu fangen und zu lesen. Und natürlich suchen die immer nach speziellen Begriffen. Und wenn man da halt als Hacker oder Terrorist oder was auch immer da irgendwie E-Mail-Kontakt halten wollte, hat man halt eine spezielle Art von Sprache erfunden, indem man Buchstaben durch Zahlen und Zeichen ersetzt hat. Ist heutzutage recht beliebt im Internet, bei Nicknames und so, aber viele wissen gar nicht, was das eigentlich für eine Grundlage hat, und weil, oh, der Timer ist abgelaufen, weil ich halt oft über Lead spreche. Wir werfen nur mal eben einen Blick darauf. Sie sind der Boss. Und keiner so richtig weiß, was ich damit meine. Naja gut, das sind auch meistens die, die nicht im Internet tätig sind. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen verstecken, weil ich glaube, gleich der Emil in das Büro kommt. Und der sollte ja auch nicht wissen, dass ich hier bin. Aber wo ist dem sein Tresor? Ich dachte, der wäre auch hier. Oh, nicht lassen die sich nicht zu viel Zeit. Wenn es um rotes Quecksilber geht, kann man sich gar nicht genug Sorgen machen, Jamie. Wahrscheinlich haben Sie recht. Darf ich die Pläne sehen? Ich hole die Blaupausen aus dem Safe. Warten Sie hier. Alles klar. Dann finde ich jetzt auch raus, wo der Safe ist. Der ist, glaube ich, versteckt, oder? Sehe ich das von hier unten? Ich finde das immer so krass, dass die Musik immer so laut wird, wenn... Ah, da ist der. Wenn der halt hier in die Nähe kommt. Ah, jetzt muss ich halt erstmal ein bisschen warten. Die Zeit läuft. Gut. Ich sehe mich nochmal um. Habe ich recht, was den Zünder angeht? Haben Sie, Boss. Ich gehe ins Labor und dann stellen wir das Ding her. Gute Nacht, Jamie. Puh. Es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, der packt das einfach in den Safe zurück und macht einen Abgang. B, er will sich an den Tisch setzen und sieht, dass ich hier sitze. Ach, gut. Was jetzt? Boah, was war das? Keine Ahnung. Ey, kommt jetzt. Was macht der? Mach dich weg, ey. Nein, ehrlich? Okay. Aber noch macht das nichts. Ich speichere mal hier. Vielleicht bleibt er einfach da sitzen. Dann kann ich jetzt gemütlich den Safe knacken, ohne dass er das mitkriegt. Oh nein, das funktioniert schon wieder nicht. So vielleicht? Oh. Ist ja schön, dass sie mich im Knacken von Safes ausbilden, indem ich ihren eigenen Safe knacke. Beziehungsweise ohne zu wissen, dass ich halt vorhabe, ihren eigenen Safe zu knacken. So, mit dem Wissen, das ich gesammelt habe. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So macht ihr das. Er scannt das so ab. Sehr cool. So, Tür zu. So, jetzt speichern, dann kurz gucken, orientieren. Wir sind jetzt da. Es gibt jetzt noch andere Möglichkeiten, hier wieder rauszukommen. Weil durch die Tür wird, glaube ich, nicht mehr so wirklich funktionieren. Ach du... Liebe. Schnell drunter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Dahin wollte ich eigentlich gerade abhauen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, beziehungsweise gut, dass ich es mir anders überlegt habe. So. Was wir jetzt noch machen können, ist hier raus. Auf den Balkon. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir da ankommen. Weil irgendwie müssen wir ja auch wieder reinkommen, nicht wahr? Okay, dann springe ich erstmal hier runter. Dann gucken wir mal, wo wir sind. Weil ich habe ja immer noch einen Job und das ist diesen Kerl da zu finden.
diesen Dayton. Ah, perfekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Eingang finde, da oben ist auch schon direkt einer, dann... dann können wir uns um den noch kümmern. Oh, verdammt. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Tricky, tricky. Keine Ahnung, hey. Und vor allem, was ist da gerade passiert? Hat die mich vermisst oder hat die mich gesehen? Boah, wie kommt man da hoch? Verdammt. Ah! Sam Fischer, bitte sofort zum Minenzusammenbau antreten. Oh. Wieso habe ich jetzt nur noch so wenig Zeit? Du Scheiße, wie komme ich denn da wieder raus? Hä? Wieso ist denn die Zeit auf einmal so knapp? Und wo zum Teufel bin ich? Sam. Oh oh. Du steckst doch voller Überraschungen, nicht wahr? Ich gebe mein Bestes. Du hast keine Genehmigung, hier oben zu sein. Ich muss das melden, Sam. Arbeit und Vergnügen passen einfach nicht zusammen. Du willst mir also erzählen... Ich sag dir was. Bring beim nächsten Mal Blumen mit. Diesmal lasse ich es durchgehen. Puh, meine Fresse. Sam ist ja eiskalt drauf. Ey, macht er sich direkt mal an den Rikak dran. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Als Agent hat man schon ein ganz chilliges Leben eigentlich. Ja, gut. Wir haben leider nicht alles hingekriegt. Uns fehlen da noch ein paar Informationen und so weiter, aber das macht, denke ich mal, nichts, weil das wiederholt sich ja sowieso wieder, wie wir gesehen haben. Und ich denke mal, wir haben die Hauptziele auf jeden Fall alle erledigt und Nebenziele haben wir auch so gut wie alle erledigt. Das können wir uns gleich nochmal auf der Statistik anschauen. Hier, das ist alles abgeschlossen. Das ist auch alles abgeschlossen. Nur eben diese Quartiere und so weiter durchsuchen, das haben wir noch nicht vollständig hingekriegt, aber das macht, denke ich mal, nichts. Jetzt gucken wir uns mal wieder die grausame Statistik an. Ah, nein, noch nicht. Wir haben erst noch was freigeschaltet. Sehr gut. Was haben wir denn Neues? Update. Das ist ein zweites Update, oder? Ja, das ist das erste. Software-Aktualisierung. Das haben wir, glaube ich, neu, oder? Genau. Schallgranatenaufsatz. Im SC-20K Untermenü auswählen. SC-20K-Aufsatz zum Abfeuern von Schallgranaten bietet größere Reichweite der Granaten und bringt sie schnell zum Ziel. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hat der Wecker geklingelt? Jo, scheiße. Wie viel habe ich denn jetzt schon überzogen? Ich war da jetzt so in meinem Element. Aber egal. Hacking-Gerät, Update für erweitertes Hacken. Aktualisierung für das Hacking-Gerät. Die Aktualisierung für das Hacking-Gerät verfügt über einen verbesserten Funktions- und gewaltsam eindringenden Sicherheitsgeräte. Aha, okay. Das war alles, oder? Jetzt die schreckliche Statistik. 100%! Wow, es geht doch noch. Unglaublich, ich kann noch 100% schaffen. Ja, das lief auf jeden Fall richtig gut jetzt. Wir haben 3 Schlösser geknackt, 11 mal gespeichert, das geht ja sogar, ne? Hacken erfolgreich, 3, Anzahl der Rückrufe, mehr gab's nicht. Okay, ja, das wär's. Das war mal wieder die JBA-Geschichte. Tut mir leid, wenn ich jetzt zu krass überzogen habe, aber ich wollte das unbedingt jetzt noch fertig kriegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Mission. Bis dann, euer Sam Fischer LP.